In der historischen Rückschau wird man wahrscheinlich sagen, mit der Energiewende von Merkel begann in Deutschland die Deindustrialisierung und mit dem Ukraine-Krieg hat sich dieser Prozess dann beschleunigt und radikalisiert, denn die derzeitige Bundesregierung unter einem Wirtschaftsminister Habeck betreibt so eine Art Voodoo-Energiepolitik. Da ist viel Wunsch und wenig Wirklichkeit und das Ganze führt dazu, dass wir praktisch eine Auswanderung von Firmen haben oder Firmen sterben, denn die können in diesen Umständen nicht mehr produzieren, müssen abwandern oder ihren Betrieb einstellen. Und das Problem an der Geschichte ist, dadurch gehen Arbeitsplätze verloren. Wie sollen wir unseren Sozialstaat aufrechterhalten, wenn eben diese Firmen nicht mehr da sind, die Arbeitsplätze garantieren, die eben Steuereinnahmen ermöglichen? Und das Ganze wird letztendlich leichtfertig aufs Spiel gesetzt, einerseits eben durch eine Voodoo-Energiepolitik unter Habeck und Konsorten, und auf EU-Ebene sehen wir im Prinzip so eine Art Sozialismus wieder. Wir machen Preisdeckel, wir versuchen möglichst hier künstlich in Märkte einzugreifen, aber die Märkte spiegeln derzeit schlichtweg nur den Mangel an Angebot an Energie wieder. That's the fact. Wenn ich jetzt anfange, hier regieren und hier die freien Märkte kaputt zu machen, dann werde ich eine Mangelwirtschaft bekommen, denn es gibt viele Gründe, warum das Ganze nicht funktionieren wird, und das werde ich in diesem Video zeigen. Aber schauen wir uns zunächst mal die Situation an. BDI hat heute eine Umfrage veröffentlicht. Da heißt es, für 58% der Betriebe ist derzeit die Energiesituation eine große, starke Herausforderung. 34% sagen, es geht um unsere Existenz. Und fast jedes 10. Unternehmen hat die Produktion sogar schon gedrosselt oder unterbrochen. Und fast jede 4. Firma denkt drüber nach oder ist bereits dabei, Unternehmensteile oder Teile der Produktion sowie Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Das ist genau der Punkt. Die Leute laufen uns weg, die Firmen laufen uns weg. Und das kann nicht gut sein für Deutschland und die Zukunft unserer Kinder. Hier sehen wir dann mal einen Brandbrief. 40 CEOs aus der Metallindustrie warnen vor dauerhafter Deindustrialisierung. Denn etwa die Aluminiumfirma Spira aus Nordrhein-Westfalen, die in Hamburg auch produziert, die hat jetzt mal eben die Hälfte ihrer Produktion stillgelegt aufgrund der hohen Stromkosten, Energiekosten. Da sind Elektrolyseöfen, die verbrauchen auch viel Gas, viel Strom, das ist extrem intensiv. Allein das Hamburger Werk verbraucht so viel Strom wie die Stadt Lübeck ohne deren Industrie, das muss man sich mal vorstellen. Also es ist energieintensiv, allerdings produzieren die Aluminium oder Aluminium-Legierungen, die extrem gut recycelbar sind. Da ist zwar der Energieaufwand erstmal groß, aber ich kann das Zeug zu über 90% recyceln. Das ist der große Vorteil. Aber jetzt sehen wir eben, dass man im Prinzip auf diese Situation reagiert seitens der Politik. Wir immer mehr Regulierung, mehr Umverteilung. Hier die 65 Milliarden, die jetzt den Deutschen irgendwie aus der rechten in die linke Tasche wieder gesteckt werden sollen. Mehr Gesetze, höhere Staatsquote. Und dabei wäre es doch besser, wie Simon Bettschinger hier sagt, bei einer Staatsquote von 51% mit steigender Tendenz, dass wir da möglichst effiziente Firmen versuchen an den Start zu bringen, in irgendeiner Form resiliente Firmen an den Start zu bringen, die eben nicht reguliert werden, durchreguliert werden, sondern flexibel auf Marktsituationen reagieren können. Und jetzt hat die EU ja vorgeschlagen, den Strompreis bei 200 Euro zu deckeln. Das klingt wunderbar, klingt richtig gut. Nur das Problem ist, dass wir damit in eine Mangelwirtschaft reinlaufen. Warum? Weil diejenigen, die produzieren, teilweise ja oder Energie produzieren, teilweise ja auch sehr hohe Kosten haben, Beschaffungskosten haben. Wenn das Ganze dann nicht für 200 Euro abbildbar ist, dann sagen die auch, dann produziere ich nicht. Das heißt, es kommt noch weniger Angebot in das System. Das wiederum führt dazu, dass wir eine Mangelwirtschaft haben und auf der anderen Seite die Konsumenten, wenn Preise gedeckelt sind, auch keinen wirklichen Anreiz haben, dass gut zu sparen, nämlich hier Energie zu sparen. Und Andreas Denno Larsen bemerkt, naja, jetzt bestrafen wir diejenigen, die uns diese so dringend gebrauchte Energie überhaupt noch besorgen. Es ist kaum vorstellbar. Und die Grünen unter Habeck sagen sich, ja, wir wollen Kohleausstieg, da wollen wir dran festhalten bis 2030.
Brückentechnologie, Gas funktioniert ja derzeit nicht so richtig. Kernkraft, da gehen wir raus, gell, lassen zwei nur ein bisschen laufen, nur als Reserve. Hier sehen wir rechts mal eine Grafik von Daniels Delta, die zeigt, welche Länder die höchsten Stromkosten haben. Und das sind nicht zufälligerweise diejenigen, die den höchsten Anteil an erneuerbaren Energie haben. Ja, natürlich ist es fantastisch, wenn wir möglichst wenig CO2 in die Atmosphäre blasen. Allerdings kommt der Temperaturanstieg so oder so, weil das CO2, das in der Vergangenheit in die Atmosphäre geblasen wurde, eben seinen Effekt ausübt. Da können wir jetzt, selbst wenn wir kein CO2 mehr emittieren, nicht so wahnsinnig viel dran machen. Wir können nur die Heftigkeit des Temperaturanstieges verkleinern. Wenn wir sozusagen so weitermachen, dann würde der Temperaturanstieg noch größer ausfallen. Aber bis zum Jahr 2100 werden es 3,7 Grad sein, weltweit gesehen. Das ist nicht mehr zu verhindern. Vince Ebert, jemand, der Physik studiert hat, bei der Beratungsgesellschaft gearbeitet hat und jetzt auch Kabarettist ist, hat gesagt, ich bin immer wieder überrascht, wie viele gebildete Menschen die einfachsten physikalischen und ökonomischen Zusammenhänge nicht verstehen, ignorieren oder sogar negieren. Zum Beispiel die negativen Folgen, die teure Energie für eine Industrienation hat. Günstige und verfügbare Energie ist für eine Volkswirtschaft buchstäblich der Treibstoff für Wohlstand und Fortschritt. Und deshalb ist die derzeitige Lage so prekär. Und hier mit den einfachsten physikalischen und ökonomischen Zusammenhängen sehen Sie jemand eingeblendet, der damit so seine Schwierigkeiten hat, wie man gestern in der Maischberger Sendung gesehen hat. Denn heute hat zum Beispiel einer der AKW-Betreiber gesagt, dass diese Reservehaltung eines Atomkraftwerkes überhaupt keinen Sinn macht. Ein flexibles Anheben oder Drosseln der Leistungen ist nicht möglich. Das gilt umso mehr, wenn die Anlage, wie jetzt verlangt, komplett runtergefahren werden soll. Dann nämlich ist mit den eingeschränkten Möglichkeiten eines solchen Reaktorkerns ein Wiederanfahren im fortgeschrittenen Steckbetrieb nicht und schon gar nicht kurzfristig innerhalb einer Woche machbar. Also Habeck erzählt hier Dinge, die schlichtweg nicht stimmen, die schlichtweg Voodoo sind. Man muss es leider so klar sagen. Und jetzt könnte man ja sagen, gut, ist egal, aber es geht mir persönlich um die Zukunft meiner Kinder auch, die in diesem Land irgendwie eine Chance haben sollen. Und ich habe das Gefühl, das Ganze wird immer schlimmer gemacht. Doch wir sind in einer schwierigen Situation. Ja, und die Grünen und Habeck haben diesen Ukraine-Krieg nicht zu verantworten. Man kann auch jetzt nicht schulterzuckend weitergehen, nachdem ein Land überfallen wird und sagen, ja, ist uns egal, mach ruhig mal. Da muss man reagieren, muss sagen, so geht es nicht, dafür habe ich Verständnis. Aber dann, wenn man schon eben solche Maßnahmen macht, dann muss man gucken, dass man sie intelligent und effizient macht. Und derzeit ist das offenkundig nicht so richtig der Fall. Da brauchen wir nur mal nach Kalifornien zu gucken. Hier sehen wir etwa den Day Ahead Strompreis in Kalifornien, im südlichen Kalifornien. Die haben ähnliche Thematiken, die haben eine extrem hohe Quote an erneuerbaren Energien, haben die Atomkraftwerke abgeschaltet, eins haben sie noch, das soll 2025 abgeschaltet werden. Und wie hier bemerkt wird, die Kosten, wenn man zu schnell grün werden will, mit seiner Energie, ohne einen Mittelweg, einen Transition Plan zu haben, die sind eben der Fall. Also wir sehen, das könnte auch der Strompreis hier in Europa sein. Und jetzt die Frage, wie schaut es aus mit den Gasspeichern? Jetzt warnt man hier, dass diese Gasspeicher sich doch ziemlich schnell leeren könnten. Die Regierungen sollten versuchen, dieses Problem anzugehen, anstatt auf verzerrende Ad-hoc-Eingriffe in den Strommarkt zurückzugreifen. Hier ruft man auf, Energie zu sparen. Diese Krise zeigt uns den wahren Wert von Energie. Europa muss sich auf einen harten Winter einstellen, etc. Ich habe die Motivation, die Begründung von Angela Merkel nie verstanden, zu sagen, naja, wenn in Tschernobyl irgendwie ein Atomkraftwerk, das ohnehin ganz technisch unterste Stange war sozusagen, ein Problem hat, dann okay, aber wenn es bei den Japanern in Fukushima passiert, dann müssen wir aus dieser Technologie raus. Das ist für eine Naturwissenschaftlerin eigentlich überhaupt nicht nachvollziehbar, dieses Argument. Putin hat sich heute geäußert und gesagt, ja, diese Price Caps, diese Preisdeckel für Öl und Gas, die könnt ihr euch knicken, dann wird eben nichts mehr geliefert, hat dann auch gesagt, naja, wir halten uns an Recht und Gesetz, weil die Regierung in der Ukraine sei ja unrechtmäßig. Das ist natürlich auch totaler Bullshit, das ist klar. Und gebt uns unsere Turbinen wieder und wir werden Nord Stream sofort wieder anstellen. Auch das dürfte ja doch eher eine Ausrede sein, aber sei es drum.
Jedenfalls sehen wir, was Putin vielleicht ein bisschen schmerzen würde, hier den Ölpreis, der jetzt auf den tiefsten Stand seit Januar gefallen ist. Mein Kollege Claudio Kommerfeld hat dafür vier Gründe benannt, aber wir sehen, da geht es nach unten in diesem Chart von Capital.com und auch beim Gas geht es nach unten. Der Dutch TTF mit 213 wieder über zweistellig im Minus, also Energiepreise fallen. Schafft das Erleichterung? Wie dauerhaft wird das sein? Und jetzt haben wir morgen ja die EZB-Sitzung. Da muss die Europäische Notenbank gucken, wie sie klarkommt. Schauen wir uns mal die Verteilung in Sachen Inflation an. Da ist in Europa 47%. Ist Energie, in den USA nur 33%, in Europa 15% durch Nachfrage, in den USA das Doppelte, 30% durch Nachfrage. Und Supply, zu geringes Angebot, in Europa 40%, in den USA 42%. Also die Frage ist, was kann man dagegen machen? Weil anders als in den USA, wo Helikopterschecks verteilt wurden, haben wir hier nicht wirklich zu viel Nachfrage. Wir haben vor allem ein Angebotsmangel und jetzt ist die EZB in einer selbstgebauten Falle, weil sie eben gegen inflationäre Tendenzen nicht vorgehen wollte, ignoriert hat, negiert hat, die Leute, die davor warnten, als Panikmacher beschimpft hat, anders als die Fed, die früher umgesteuert hat. Heute haben die Märkte reagiert auf Nick Timiraos, der im Wall Street Journal wieder einen Artikel geschrieben hat und gesagt, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass die Fed um 75 Basispunkte die Zinsen anhebt. Das hat Aktien zunächst nicht gefallen. Die Fed Fund Futures haben eine erhöhte Wahrscheinlichkeit jetzt für einen 75 Basispunkte Schritt eingepreist. Und der Mester hat sich auch heute geäußert, die gesagt hat, naja, ich werde erst auf der Sitzung selber im September entscheiden, wie die Zinsen angehoben werden sollten. Und sie sei nicht überzeugt, dass die Inflation jetzt schon gepiekt hat, obwohl wir natürlich sehen, dass die Benzinpreise vor allem in den USA fallen, der Ölpreis jetzt runterkommt und so weiter. Und sofort, hier sehen wir nochmal die Rate Hike Probability 75 Basispunkte bei 80%, also die Märkte gehen davon aus, dass da was passieren wird. Und wir sehen unten die Financial Conditions, die sich durch den Rückgang der Aktienmärkte und eben auch durch den Anstieg der Renditen, da haben sich die Financial Conditions doch durchaus gestrafft. Das kommt der Fed zugute. Heute haben wir gesehen, dass die Bank of Canada die Zinsen um 75 Basispunkte angehoben hat und das in einer Wirtschaft, die mit 7 Billionen bei Haushalten und Unternehmen verschuldet ist. Allein dieser Zinsschritt wird die Firmen und Kreditnehmer etwa im Hausbereich, Immobilienbereich in den nächsten Jahren 2 Billionen kosten. Das wird richtig heftig. Also das erinnert so ein bisschen an die 70er Jahre, Summer of 75, wahrscheinlich. Vielleicht werden eben Fed, EZB und Bank of Canada alle die Zinsen derart anheben. Und dann ist die Frage, wie geht's weiter? Wie geht's weiter an den Märkten? Gestern hatten wir beim NIMO einen Wert von minus 105. Das ist das überverkaufteste, was man schon sehr, sehr lange gesehen hat. Dementsprechend wären technische Gegenreaktionen überhaupt nicht verwunderlich am Markt. Und wir sehen auch, dass der Dollarindex oben wieder an seine Trendlinie geprallt ist und dort wieder abgeprallt ist. Zwischenzeitlich war das britische Pfund auf dem niedrigsten Niveau seit 1985 zum US-Dollar. Und wie wichtig der US-Dollar für die Märkte insgesamt ist, wenn sehen wir hier mal S&P 500 und den Dollarindex invertiert, also genau andersrum, da sehen wir einen sehr, sehr starken Parallellauf. Das heißt, wird der Dollar schwächer, ist das gut für Aktien, wird der Dollar stärker, ist das schlecht für Aktien, und der Dollar wird stärker, wenn die Fed hawkisch ist, wenn sie die Zinsen weiter anhebt. Aber die Frage ist, wie geht es jetzt weiter? Sehen wir eine technische Erholung? Ist das schon der Boden? Was ist das? Wir sehen zumindest in Europa hier beim Euro Stoxx 50. Wie auch in den USA sehen wir nicht so wahnsinnig viel Angst im Markt. Ja, die Stimmung ist bärisch, aber wenn wir uns mal den VIX in den USA anschauen oder auch hier die Vola etwa unten, hier blaue markiert beim Euro Stoxx, dann ist da von Panik eigentlich nicht so wirklich viel zu sehen. Und normalerweise haben wir so Volatilitätsspikes, Vola-Spikes, die dann, wenn das abgearbeitet ist, zu einer wirklichen Rallye führen, dann ist der Boden meistens erreicht. Das ist hier noch nicht der Fall. Ein weiteres Indiz dafür, dass wir wahrscheinlich nochmal die Juni-Tiefs dann unterbieten werden. Für die USA ist die Frage, wie resilient sind die Amerikaner gegen die Probleme in China und Europa?
Da ist vielleicht die Hoffnung für die Polen, dass Paul morgen sagen wird, na ja, aber wir müssen schon reagieren auf die Schwäche in Europa, auf die Energiekrise in Europa, auf die Lockdowns in China. Das ist die Hoffnung, die die Polen haben, dass man da so ein bisschen weniger dramatisch agieren wird. Jetzt noch zwei Artikelempfehlungen. Energiekrise, EU will Strompreis bei 200 Euro deckeln, der Weg in die Mangelwirtschaft. Erste Empfehlung, zweite Empfehlung, Metallindustrie, diese 40 CEOs warnen vor dauerhafter Deindustrialisierung. Empfehlung Nummer zwei und Empfehlung Nummer drei, meine Damen und Herren, vor einem Jahr, ziemlich genau einem Jahr, noch vor den deutschen Bundestagswahlen, hatte ich ein Video gemacht, in dem ich mich als Finanzkanzler in Deutschland beworben habe. Das hat ganz knapp nicht gereicht für mich. Eine absolut ernst gemeinte Bewerbung. Da habe ich so ein paar Themen, die jetzt virulent sind, vor einem Jahr schon mal thematisiert. Schauen Sie sich das mal an. Viele sind ja auf diesem YouTube-Kanal neu dazugekommen innerhalb des letzten Jahres. Also drei Empfehlungen, zwei Artikel und dieses Video werde ich Ihnen alles unter diesem Video verlinken. Ich sage Servus und Ciao.